Und dann können wir wieder. Ne, wir können erstmal aussortieren. So, wir haben das Blaumondschwert. Die Klinge dieses Großschwertes glänzt wie die funkelnden Strahlen des Mondes. Die ältesten heute kaum noch erzählten Legenden besagen, dass dieses Schwert durch ein großes weißes Wesen in die Welt kam. Was erklärt also diese leblose Waffe? Möglicherweise passierte ein Fehler. Ja, weil das nur ein Imitat des Moonlight Greatswords ist. Also das Mondlicht-Großschwert. Das man nur in New Game Plus kriegt. Kleiner Schild Bernhard aus Hyogo. Bei nur in New Game Plus kriegt man, also jetzt schweife ich gerade ab vom Text hier, nur im New Game Plus kriegt man die Seele von Seth, dem Schuppenlosen. Und mit dieser Seele kann man dann bei Ordifex das Mondlichtschwert schmieden. Kleiner Schild Bernhards aus Hyogo. Diese mit einer Art Familienwaffe verzierte Pabe wurde ganz offensichtlich bereits vor etlichen Generationen gefertigt, hat aber keinen besonderen Wert. Ja, ist einfach nur ein normales Holzpalmer. Bernhards Rüstung. Eine Rüstung unbekannter Herkunft gehörte Bernhard aus Hyogo. Bernhard fand sie offenbar, während er von Land zu Land wanderte, doch ihre Herkunft ist unbekannt. Bernhard trug sie ständig, da er sie liebte. Ein leichter Geruch ist daher wahrnehmbar. Ja, männlicher Moschus. Und das hier. Bei Rittergamaschen haben wir bereits. So, reisen wir jetzt zurück zum Nebelturm. Und machen noch in der anderen Richtung ein bisschen weiter. Dummdidum. So, da müssen wir nämlich hier einfach durch. Und kommen schon ins nächste Gebiet, wie man da unten sehen kann. So, ein Magiestein. Da kommen wir erstmal noch nicht hoch. Das ist nämlich nachher die Abkürzung, wie man sehen kann, wenn wir dort drüben den Hebel umlegen. Und ja, es gibt endlich mal wieder richtige Abkürzungen in Dark Souls 2. Wir können erstmal nur hier in diesen engen Gang runterrutschen. Wow. Und theoretisch hier reinwandern. Erst einmal. Ja, die Jungs hier sind saugefährlich. Eigentlich nicht. Aber ja, das Gebiet hier können wir nachher nutzen, um ihn hier in die Luft zu jagen. Wenn wir es denn mal so weit schaffen. Wie man nämlich sehen kann, ist das hier so eine Art Zentralcluster, um einfach das ganze Gebiet einmal freizuschalten. Wow. Jo. Genau. Normalerweise, wenn sie unser Schild trifft und zurückbatscht, dann tut sie sich auflösen und kommt von hinten. Ja, bringt euch um, ist schön. So. Genau. Ich habe keine Ausdauer mehr, fällt mir gerade auf. Und ich bin gleich tot. Wow, das war knapp. Aber so was von knapp. Das ist die mehr Glück als Verstand-Regel, würde ich mal sagen. So, machen wir hier auf.
Oh, und rollen hier durch. Wir haben wenigstens schon mal eine von ihnen weggelockt. So. Und jetzt habe ich wieder keine Ausdauer mehr, weil ich übertrieben habe. So. Okay, jetzt fehlst du. Au. Ja, genau, porte dich einfach random. Hinter mich ist auch gut. Wenn ich mich dann irgendwie automatisch umdrehe. Ja, jetzt wird's schlimm. Au. Ich kann ewig nicht einfach so den Hebel umlegen. Das hatte ich vergessen. Ich muss ihn mindestens bis hierhin locken. Oh. Genau, dass er hier mal ein bisschen rumspackt, während ich den Hebel ziehen kann. So, jetzt komm ruhig her, Dicker. Dickerle. So. Genau so habe ich das gerne. Das habe ich nicht so gerne, wenn du einfach keinen Schaden nimmst. So. Und weg ist er. Und ja, stimmt, ich wollte mich ja eigentlich wieder menschlich machen. Na gut, das kann ich machen, sobald ich hier durch bin. Bin ich nämlich fast schon. Jo. Da drüben ist nämlich der nächste Turm schon. Ich möchte allerdings erstmal da hoch. Jo, denn das ist die Abkürzung, von der ich vorhin geredet habe. So, einmal Sesam, öffne dich bitte. Und wir können zum Leuchtfeuer direkt zurück. Und müssen das ganze Gebiet nicht nochmal machen. Also Menschlichkeit. Und jetzt brauche ich zwei Sachen aus der Gegenstandskiste. Nämlich den... Habe ich irgendwas, was mehr Aufladungen hätte? Nein. Den Feuerball. Und meine Pyromantieflamme und muss bei der Zaubereinstimmung leider mal das Schwert rausschmeißen. Und die Pyromantieflamme anlegen. Denn jetzt kommt ein bisschen Feuerball-Action auf uns zu. Also ein Gebiet, wo uns Feuer ziemlich gut hilft. Da unten kommen wir später übrigens auch noch hin. Wenn wir dann irgendwann mal den Keil haben. Wir wollen aber jetzt erstmal rüber in den letzten Seitenturm. Denn ich glaube, hier versteckt sich der Keil, wenn ich mich richtig erinnere. Nicht der Keil, sondern... Das Glutding, was wir noch brauchen. So, hier ist es erstmal wieder richtig duster. Und hier ist der Weg zurück. Also das ist ein One Way to Hell.
Wow. Ja, ich hab dich angezündet, aber... Ja! Hohohoho. Genau, das sind Selbstmörder. Und diese Dinger da würde ich gerne eigentlich anzünden, nicht die Gegner. Die sind nämlich ziemlich übel. Und wenn sie weit genug angeschlagen sind, sterben sie einfach. Und ja, es sind nicht wenige. Wenn sie allerdings brennen, dann jagen sie sich schneller in die Luft. Was für mich einen Vorteil hat, da ich nicht ganz so gegen sie kämpfen muss. Genau. Das erkennt man gut daran, dass sie so aggro auf einen zukrabbeln. Dass sie nicht mehr lang zu leben haben. Und dadurch, dass ich hier die Fackeln anzünde mit dem Feuerball, was glaube ich übrigens nur mit dem Feuerball geht, ja, wenn man sich sonst selber verbrennt, oh, Flinklinge Rachel invasiert uns. Ja, stimmt, wir können ja zurzeit gar nicht invasiert werden von was anderem außer Gegnern. Außer NPC-Gegnern. Oh. Ja, sehr schön, dass du sowas drauf hast. Au. Ich muss leider jetzt ein bisschen warten, bis sie ihre... bis ihr Blitzschwert ausgelaufen ist, ihre Lichtklinge. Das macht nämlich sonst zu viel Damage. Wenn ich einen reinkrieg von ihr. Wie man sehen kann. Müsste aber gleich ausgelaufen sein, hoffe ich. Wow, das hebt wirklich lang bei ihr, muss ich sagen. Viel zu lang.